Hi Leute und willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute zeige ich euch, wie man Nudelauflauf von Magifix macht. So, als erstes braucht ihr eine Auflaufschale. Ob Porzellan oder Glas ist egal. Dann nehmen Sie die besten Nudeln, die es beim Edeka gibt. Ich habe Fuseli. Fuseli Nudeln für 39 Cent. So, dann macht ihr hier einfach Nudeln rein. So, ich glaube, es reicht. So, jetzt brauchen wir als nächstes den Kochschinken. So, dann nehme ich hier auch den von Gut und Günstig Rohschinkenwürfel. So, die werden dann schön schön in die Nudeln verteilt. So, als nächstes brauchen wir einen Topf. Ich hoffe, ihr könnt das etwas erkennen. Oh, verdammt, Leute. Entschuldigung. Ich hab's da. Ach, ist mir egal. So, einen Topf. Da kommt rein ein Becher Schlagsahne. Dann als nächstes habe ich 3,6 Milliliter Wasser. Also mal gucken, wie es mal mehr. 400, noch ein bisschen zu wenig. Ja, das passt. So, rein. Mein Becher ist hier unten kaputt, Leute, seht ihr? Ist ein Riss drin. Läuft immer ein bisschen raus. So, dann machen wir das an. Des Weiteren habe ich mir einen neuen Schneebesen zugelegt für neue Kochvideos. Für 3,99 habe ich mir den gekauft bei Medica. So, dann rühren wir. Vorher machen wir nochmal den Herd an. Auf 35 Minuten. 5 Minuten zum Vorheizen und 30 Minuten zum Backen. Dann bei Umluft auf 170 Grad. So, dann nehmen wir hier die Maggi-Tüten und rühren die hier ein. Selber machen geht natürlich auch, aber mir schmeckt die Maggi-Geschichte ganz lecker. Deswegen. So Leute, mal hier ein bisschen sauber noch. So. Dann rühren wir die ganze Geschichte schön um. Eine Minute, bis es köchelt, Leute. Eine Minute. Ich habe mir dann auch so Mozzarella geholt. Der wird dann nachher gleich über den Nudelauflauf drüber gemacht. So Leute, jetzt müssen wir warten, bis das kocht hier. Wenn ihr natürlich mehr solche Videos sehen wollt, ob normale Kochvideos oder von Magifix, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und macht ein paar Vorschläge in die Kommentare. Wie gesagt, mega was andere daran denken. Ich esse das gerne, mir schmeckt das, es geht schnell und es ist lecker. Wer also gern Vorschläge hat für neue Kochvideos, unten in die Kommentare. Am besten was Günstiges, weil ich bin eine arme Sau. Dann nimmt man hier rüber, bis die Kasse kocht oder bis es wärmer wird. Der Ofen wird schon vorgeheizt, also merkt euch, schreibt euch nochmal auf.
Ihr braucht Nudeln, ungefähr 200 Gramm, 200 bis 225 Gramm. Ein Becher Schlagsahne, 800 bis 700 Milliliter Wasser, das könnt ihr so ein bisschen entscheiden. Zwei Maggi-Fix-Hüten oder macht ohne Soße, Maggi-Fix und macht eure eigene Soße. Kochschinken geschnitten oder ihr schneidet ihn selber. Normalen Käse, entweder ihr reibt ihn selber oder ihr kauft ihn gleich gerieben. Und was brauchen wir noch? Ein Topf, ein Schneebesen, ein Ofen und etwa eine halbe Stunde maximal Zeit, bis ihr essen könnt. Viel Spaß beim Nachmachen. Jetzt machen wir mal weiter. Oh, so, dann können wir schon mal die Käse aufmachen. Ich muss immer eine Schere dazu. Eine Schere. Sekunde, Leute, ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. So Leute, und jetzt kippen wir vorsichtig das aufgekochte, das machen wir erstmal hier aus, über die Nudeln und den Schinken. So schön verteilen. Zack. Und jetzt der Käse, Leute. Jetzt wird der Käse schön vorsichtig verteilt. So, und jetzt kommt das Ganze nochmal eine halbe Stunde bei 170 Grad in den Backofen, dann könnt ihr essen. So, ich danke euch fürs Einschalten bei meinem kurzen Kochvideo. Manchen gefällt es, manchen vielleicht nicht so. Ich würde mich trotzdem mit Daumen nach oben freuen. Schaltet nachher wieder bei meinem Mixer-Stream ein und abonniert meinen Kanal. Wäre super nett von euch. Schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Euer Liveplay. Tschüss.